Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dr. Q erklärt. Thema heute: die unterschiedlichen Covid-19-Testverfahren. Ob Risikogruppen, medizinisches Personal oder die breite Bevölkerung. Immer mehr Menschen werden aktuell auf das Coronavirus getestet. Gleichwohl ob als präventive Testung oder aufgrund des Vorliegens von Symptomen. Dabei kommen verschiedene Testverfahren zum Einsatz. Unterschieden wird in PCR-Tests, Antigen-Schnelltests und Antikörpertests. In diesem Video möchten wir die Unterschiede der einzelnen Verfahren aufzeigen und erklären, wann welcher Test erforderlich ist. Wir beginnen mit dem PCR-Test. PCR steht für Polymerase Chain Reaction und stellt den aktuellen Goldstandard in der Covid-Testung dar. Unter anderem das Robert-Koch-Institut hat den PCR-Test mittlerweile als Standardverfahren in der nationalen Teststrategie festgelegt. Bei der Durchführung wird beim Patienten ein Rachen- und oder Nasenabstrich vorgenommen und die Probe anschließend im Labor ausgewertet. Kann Erbmaterial von Coronaviren nachgewiesen werden, gilt die Probe als positiv. Es handelt sich also um eine molekulare Diagnostikprobe. Der PCR-Test hat den Vorteil, dass bereits geringste Konzentrationen angezeigt werden und der Test somit als sehr genau gilt, selbst wenn die Testperson noch keine Symptome aufweist. Jedoch ist er vergleichsweise aufwendig und zeitintensiv. Es folgt der Antigen-Schnelltest. Dieser liefert das Testergebnis bereits innerhalb von knapp 15 bis 30 Minuten und weist Proteine, also Antigene, von Coronaviren nach. Der Abstrich erfolgt auch hier aus Nase oder Rachen und ist prozentuell nur wenig ungenauer als PCR-Testungen. Jedoch ist ein sicheres Ergebnis nur bei hoher Viruslast zu erwarten. Der Test wird direkt vor Ort ausgewertet. Ein positives Ergebnis muss jedoch laut RKI stets durch einen PCR-Test bestätigt werden. Besonders verbreitet ist diese Testmethode im Gesundheitswesen und zu präventiven Testungen. Als letztes Testverfahren blicken wir nun auf den Antikörpertest. Dieser kommt im Gegensatz zu den vorherigen Methoden im Spätstadium oder nach durchgemachter Infektion zum Einsatz und stellt fest, ob eine Immunantwort auf das Virus stattgefunden hat, ob der Körper also Antikörper gebildet hat. Mit Hilfe dieses Tests lassen sich zudem Rückschlüsse auf den Zeitpunkt der Ansteckung ziehen, je nachdem, welche Art von Antikörpern im Blut nachgewiesen werden. Den Antikörpertest gibt es sowohl als Labortest als auch als Schnelltest. Bei beiden Varianten wird das Blut des Patienten untersucht. Generell ist jedoch zu beachten, dass es einige Tage vom Ausbruch der Infektion bis zum möglichen Nachweis von Antikörpern dauert. Für die Akutdiagnostik ist dieses Testverfahren also ungeeignet. All diese Testverfahren helfen also beim Nachweis des Coronavirus und der Diagnosestellung positiv oder negativ. Jede Variante bietet in ihrem Einsatzbereich Vorteile. Eine genaue Abwägung, welcher Test eingesetzt wird, ist also unabdingbar und sollte stets anhand der aktuellen Empfehlungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse erfolgen. Hast du noch offene Fragen rund um das Thema? Schreib es uns in die Kommentare. Wir werden schnellstmöglich mit einer Antwort reagieren. Ebenso freuen wir uns natürlich über jeden Like, jedes Abo und eure ehrlichen Rückmeldungen.